Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Mit dem Wochenspruch begrüße ich Sie alle zu diesem besonderen Festgottesdienst. Ganz besonders natürlich Sie, liebe Goldenen und Diamantenen, Konfirmandinnen und Konfirmanden. Vor 50 bzw. vor 60 Jahren wurden Sie gesegnet. Manche von Ihnen erlebten Kirche und Glaube seitdem als großen inneren Lebenshalt. Andere sind skeptisch geblieben oder geworden. Heute sind Sie gekommen, um erneut um den Segen Gottes zu bitten. Schön, schön, dass Sie gekommen sind. Möge Gott schenken, worum Sie bitten, reichlich und in Fülle. Denn daran glauben wir, dass Gott selbst mitten unter uns ist, mit seinem Geist, seiner Liebe und seinem Segen. Herzlich willkommen Ihnen allen und herzlich willkommen auch den Schulkameraden, die mitgekommen sind und heute auch diesen Tag feiern. Angehörige, Freunde, seien Sie alle herzlich willkommen. Lobet den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Es ist schön, wenn Sie nicht nur die Liedblätter zur Hand nehmen und lesen, sondern ruhig auch kräftig und laut mitsingen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Den Psalm für heute haben wir ausgewählt. Er steht in Ihren Liedblättern. Und ich bitte Sie, im Wechsel mit mir die jeweils eingerückten Zeilen zu lesen. Wer Gesangbuch aufschlagen möchte, gerne unter der Nummer 725. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Amen.
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wir werden still vor Gott und beten. Herr Jesus Christus, du bist auf dieser Welt den Weg der dienenden Liebe gegangen. Wir Menschen sind deine Passion. Für diese Passion, für uns hast du dein Leben hingegeben. Hilf uns und stärke uns, den Weg der Nachfolge zu finden, damit wir unser Leben an dir ausrichten, so wie du es uns vorgelebt hast, voller Liebe und mit deinem großen Herzen. Darum bitten wir dich an diesem Morgen und mit diesem Gottesdienst. Amen. Herr Gott, wir loben dich. Wir hören den Kirchenchor.
Wir hören die Schriftlesung aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunden an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hatte. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe alle Zeit und er uns am Leben erhalte, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Lasst uns auf Gottes Wort antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und ich bitte Sie dazu, sich zu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Der Predigtext für den heutigen Sonntag, Judika, steht im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, Kapitel 10, und ich lese daraus die Verse 42 bis 45. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Gott, wir bitten dich um den Geist der Demut im Hören, im Verstehen und im Reden. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden. Freiheit, Freiheit, so rufen wir alle, Völker und Menschen, Alte und Junge, auch wir als Christen? Auch wir als Christen, ja, Paulus zum Beispiel. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Im Brief an die Galater, Kapitel 5, Vers 1, ein wichtiger Ruf gegen Gesetzlichkeit und innere Fesseln bis heute. Auch für mich, in meinem Glauben und in meinem Leben. Wie passt das zusammen zu dem, was wir heute im Markus-Evangelium lesen und hören, Vers 44? Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein, sagt Jesus. Der Tag heute ist ein Tag vieler Erinnerungen. Konfirmationsfeier 1972 oder 1962. Zu Beginn und am Ende der wilden 60er Jahre. Auf welcher Seite haben Sie damals gestanden in dieser turbulenten Zeit? Welche Musik hat Sie begeistert? Welche inneren Abenteuer haben Sie mitgemacht und welche doch eher lieber nicht? Freiheit, eine große gesellschaftliche Forderung Ihrer Jugendjahre. Und dann dieser seltsame Jesus, der sagt, und das voll im Ernst: Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Manchmal lohnt es sich, in der Bibel nicht nur einzelne Worte zu lesen, sondern sich den Zusammenhang anzuschauen. Innerhalb des Markus-Evangeliums befinden wir uns kurz vor dem Einzug in Jerusalem. In Jerusalem wird sich die Lage rund um Jesus zuspitzen, Tage der Entscheidung stehen bevor. Ist er nun der verheißene Messias, Retter und Befreier? Wird er den Erwartungen des Volkes entsprechen und ein neues Reich in Freiheit und Gerechtigkeit aufrichten? Wir wissen, er tat es anders, als es die Menschen erwarteten. Diesen Vorgeschichten auf dem Weg nach Jerusalem wird es angekündigt, in welche Richtung es geht. Markus 10, Vers 15 im sogenannten Kinderevangelium: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Markus 10, Vers 25: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Bis heute die Anfrage an die meisten von uns, die wir eben nicht von der Hand in den Mund leben, die allermeisten: Wie gehen wir mit der Verantwortung um, geben zu können? Markus 10, Vers 31: Viele, die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt bei den Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und Markus 10, Vers 33, die Ankündigung des Leidens: Sie werden den Menschensohn zum Tode verurteilen, verspotten, anspeien, geißeln
und töten. Merken Sie, wie hier in einer Konsequenz und Ungeheuerlichkeit der, ich sag's mal, gesunde Menschenverstand auf den Kopf gestellt und Macht- und Herrschaftsverhältnisse, wie wir sie kennen, schätzen und selber erstreben, jeder in seinem Leben, sehr, sehr grundsätzlich über den Haufen geworfen werden? Der Segen Gottes, um den wir heute für Sie bitten, ist nicht das Ja und Amen zu einem Leben, das wir stolz in der Runde der Mitschülerinnen und Mitschüler ausbreiten. Es ist eine Liebeserklärung Gottes. Eine Liebeserklärung Gottes, die sagt, erinnere dich. Wo hast du es geschafft, jemand um Vergebung zu bitten? Wem hast du geholfen, ohne dass es irgendjemand sah? Wo hast du Gott vertraut, wie ein Kind, bis heute, und dieses Vertrauen neu gesucht? Wo warst du freigebig, über die Maßen, mit deiner Zeit, deiner Liebe, auch deinem Geld, deinen Gaben, die Gott dir gab, und ohne auf den Nachbarn zu zeigen, nach dem Motto, oh, der hat mehr Zeit und Kraft und was weiß ich. Wo, liebe Schwestern und Brüder, haben wir sie genutzt, unsere Freiheit, die Gott in uns hineingelegt hat, ja, in jeden von uns, und mit einem Schutzmantel voller Liebe umgibt, um den Mitmenschen zu dienen? Liebe Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden, dies ist ein ganz besonderer Tag, den es sich lohnt, auch zu feiern. Genießen Sie ihn in vollen Zügen. Alles andere als selbstverständlich ist es, dass wir ihn feiern können. Es ist nicht selbstverständlich, in einem Land zu leben, in dem wir als Kirche in unserer Ausübung unseres Glaubens frei sind, ohne um unser Leben fürchten zu müssen oder irgendwelche Repressalien. Jeder Tag, an dem wir in einem Bett mit einem Dach über dem Kopf aufstehen dürfen, ist ein Geschenk. Was für eine Gnade, was für ein Fest der Freude, was für ein Segen. Also lasst uns die Zeit auskosten und das im wörtlichen Sinn essen und trinken, bewusst und mit frohem und dankbarem Herzen. Und dann lasst uns unser Leben so gestalten, wie es uns Jesus vorgelebt hat und uns als Christus, als Sohn des lebendigen Gottes innerlich ermöglicht, einander zu dienen, frei zu sein, um Knecht zu sein. Gerade an einem Tag wie heute zählen eben nicht unsere Erfolge, Macht und Geld, Ansehen und Ehre. Es zählt die Frage, segnet Gott? Empfangen wir diesen Segen mit frohem und dankbarem Herzen? Und wie können wir die Freiheit, die Gott uns schenkt, nutzen, um zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird? Jetzt und hier und heute. Amen. Wir singen.
Wir feiern heute diesen besonderen Festgottesdienst. Manche von damals, die mit ihnen zur Schule gegangen sind, mit ihnen konfirmiert worden sind, erleben diesen Tag heute nicht, weil sie starben. Sie werden vermisst. Wir vertrauen sie Gott an. In einem Abendlied heißt es: Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein. Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. Wo fände ich Trost, wärst du, mein Gott, nicht hier? Hilf dem, der hilflos ist. Herr, bleib bei mir. Wenn wir nun eine Kerze anzünden, so denken wir an diejenigen Mitschülerinnen und Mitschüler, die starben. Mögen sie alle in Gottes Herrlichkeit geborgen sein. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Liebe Jubilarinnen und Jubilare, bei eurer Konfirmation ist Gottes Geist für euch erbeten und Gottes Segen euch zugesprochen worden. Seiner Treue hat euch Gott bis zu diesem Tag begleitet. Ihr habt Liebe erfahren und Liebe gegeben.
Gott hat euch Umwege nicht erspart und manchen von euch Leiden zugemutet. Vielleicht habt ihr dabei an Gott gezweifelt und euren Glauben für vergeblich gehalten. Vielleicht habt ihr auch gerade in schweren Stunden die Nähe Gottes gespürt. Heute schaut ihr zurück auf den Lebensabschnitt, der hinter euch liegt. Lasst uns in einem kurzen Moment der Stille bedenken, was Gottes Treue für uns bedeutet. Im Vertrauen auf die Zusage Jesu Christi, der sagt, ich bin das Licht der Welt, lasst uns beten. Und ich bitte Sie dazu, sich zu erheben. Gott, unser Herr, du hast uns bis hierher begleitet. Du warst uns Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. Wir danken dir für die Liebe und Güte, die wir erfahren haben, für die Gnade, dass wir Schuld und Versagen, Zweifel und Fragen, Leid und Einsamkeit dir bringen können. Dir vertrauen wir, du himmlischer Vater, liebende Mutter, bist barmherzig und treu. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Bleibe bei uns, heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen. So lasst euch segnen. Ich bitte die goldenen Konfirmandinnen und Konfirmanden, in einem Halbkreis hier nach vorn zu kommen, ihre Urkunden mitzubringen. Die Gemeinde bitte ich, wieder Platz zu nehmen. Und dann lese ich ihren Konfirmationsspruch noch einmal und segne sie. Da ist noch Platz. Was ist das schön, dass das so viele sind? Georg May, Psalm 37, Vers 37, wurde Ihnen vor 50 Jahren zugesprochen. Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Uwe Kaiser, für dich soll gelten, auch weiterhin, 1. Korinther 1, Vers 8. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. So segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ulrich Kress, aus Galater 6, Vers 8, Ihr Konfirmandenspruch. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Barbara Süha, geborene Rohleder. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Aus Offenbarung 2, Vers 10. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Heinz Maurer, aus 1. Korinther 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Sibylle Pösel, geborene Kern. Psalm 84, Vers 6. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Hans-Peter Häckel. Matthäus 7, Vers 7 aus der Bergpredigt. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. So segne und behüte dich der allmächtige, der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Freddy Rohleder, Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maike Premika, geborene Frank. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, Vers 1. Der allmächtige und barmherzige Gott segne dich und behüte dich. Amen. Claudia Schaul, geborene Pöckler. Psalm 143, Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebene Bahn. So segne und behüte dich der allmächtige, der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Gunther Dörzbach. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So segne und behüte dich, der allmächtige, der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Eike Dörzbach. Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Segne und behüte dich, der Allmächtige, der Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Edelgard Rutz, geborene Reuchle. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Peter Feltenreich, Matthäus 24, Vers 12, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Bei dir möge es umgekehrt sein. So segne und behüte dich der allmächtige, der barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Wenn wir miteinander Abendmahl feiern, heißt es am Ende immer, das stärke und bewahre euch im Glauben zum ewigen Leben. In diesem Sinne, geht als Gesegnete. Nun bitte ich Sie, diamantenen Jubelkonfirmanden, nach vorn zu kommen, ihre Urkunde mitzubringen und sich im Halbkreis hier aufzustellen.
Wir können von der Mitte her denken, das sind nicht ganz so viele. Ladies first. Gisela Bechtel, geborene Gerich. Aus dem Alten Testament, dem Propheten Habakuk 3, Vers 18. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, unserem Heil. Er segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Elfriede Oberreiter, geborene Gengenbacher. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Ude Steiger, geborene Bär. Für sie soll auch weiterhin gelten aus Psalm 23, Vers 3. Der Herr erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. So segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Annelore Schöfer, geborene Ludwig, 1. Johannes 5, Vers 3. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. So segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Hartmut Müller, 1. Chronik 28, Vers 9. Der Herr versteht aller Gedanken und Dichten. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn verlassen, so wird er dich verwerfen. So segne dich, der allmächtige, der barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Klaus Reinholz, Psalm 73, Vers 28. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn und verkündige all sein Tun. So segne und behüte dich, der allmächtige, der barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Günther Reichert, Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. So segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, Heiliger Geist. Amen. Hermann Heid, Psalm 37, Vers 4. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. So segne und behüte dich, der allmächtige, der barmherzige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Karl Zimmermann, Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. So segne und behüte dich, der allmächtige, der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. So werde wahr, was wir euch zugesprochen haben. Das stärke, es bewahre euch im Glauben zum ewigen Leben. Amen.
jauchzet Gott in allen Landen. Miteinander und füreinander, lasst uns beten. Es ist eine schöne Tradition auch, dass von den kommenden Konfirmanden jemand dabei ist. Leonie Fahrt, schön, dass du diesen Dienst hier übernimmst. Außerdem Hartmut Müller und Eike Dörzbach haben sich bereit erklärt, hier mit das Fürbittgebet zu sprechen. Ich bitte sie, nach vorn zu kommen. Die Gemeinde bitte ich, aufzustehen. Und nach den Bitten mit einzustimmen in den Gebetsruf, höre unser Gebet. Gott in Christus, dir wollen wir nachfolgen. Wir wollen uns an dir orientieren, deinen Geboten und Weisungen folgen. Es sind Richtlinien und Wegweiser, die ins Leben führen. Ein Leben in Frieden. Ein Leben, das durch Glaube, Hoffnung und Liebe geprägt ist. Wir rufen zu dir, Gott, höre unser Gebet. Wir danken dir, Gott, dass wir heute unser Konfirmationsjubiläum feiern können.
Segne unser Miteinander, unsere Gespräche. Sei bei unseren Familien und allen, die uns so viele Jahre Wegbegleitung waren. Manche von uns können heute nicht dabei sein, wegen Krankheit, weil sie verhindert sind oder keine Freude daran haben. Sei du, Gott, auch bei ihnen. Alle, die aus unserem Kreis verstorben sind, lass im Lichte deiner Liebe geborgen sein. Wir rufen zu dir, Gott, höre unser Gebet. Gott, Anfang Mai werden wir unsere Konfirmation feiern. Ein großes Fest, in dem wir gesegnet werden und unser Ja zur Taufe bekräftigen. Gib dazu deinen Segen und hilf uns, dass wir mutig genug sind, uns zu dir und deiner Kirche zu bekennen. Lass uns im Glauben an dich, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Halt und Klarheit finden für unser Leben. Wir rufen zu dir, Gott. Höre unser Gebet. Wir bitten dich, Gott, um Frieden in der Welt. Hier bei uns in unserem Land, in der Ukraine, in Russland und Europa. Im Miteinander der Völker und Staaten unserer Erde. Ohne Frieden werden wir nicht überleben. Nur in gegenseitigem Respekt werden wir unser Leben bewältigen. Gib uns Weisheit, eigene Fehler und Grenzen zu sehen. Schenke uns deinen Geist, dem Geist der Demut und der Liebe. Wir rufen zu dir, Gott. Höre unser Gebet. Gemeinsam setzen wir unser Gebet fort mit den Worten, die uns Jesus zu beten lehrte, dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Einiges ist noch bekannt zu geben. Als erstes ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden in diesem Gottesdienst. Besonderen Dank dem Kirchenchor für sein Singen und Lukas Ehalt an der Technik für die Übertragung des Gottesdienstes. Die Kollekte sammeln wir heute für die Flüchtlingshilfe hier vor Ort. Heute Nachmittag gibt es ein Willkommenscafé für die ukrainischen Flüchtlinge. Wir werden mit den Verantwortlichen reden und schauen, wo finanzielle Unterstützung in den kommenden Wochen und Monaten gebraucht werden und wo sie sinnvoll eingesetzt werden können. Wir danken für Ihre Gaben. Der nächste Gottesdienst ist ein Familiengottesdienst mit Taufe am kommenden Palmsonntag um 11.15 Uhr. Hinweisen möchten wir Sie auch heute auf die besonderen Gottesdienste in der Karwoche, zum Beispiel die Abendandachten von Montag bis Mittwoch zu Bildern der Malerin Frida Kahlo, die Pfarrerin Wildrud Schröder-Ender gestalten wird, Beginn jeweils um 20 Uhr. Oder eine besondere Agapefeier im Gemeindehaus am Gründonnerstag, ebenfalls um 20 Uhr. Bitte beachten Sie die aktuellen Ankündigungen im Amtsblatt und auf unserer Homepage. Herzliche Grüße vom Kreativkreis. Trotz Corona können verschiedene Osterdekorationen zum Verkauf angeboten werden. Sie sind in der Kirche am Ausgang aufgebaut. Schauen Sie vorbei. Vielleicht finden Sie etwas zu Ihrer oder anderer Freude. Einen letzten Hinweis gilt einer besonderen Ausstellung, heute in der alten Schulstube im Rathaus. Sommertagsfotos aus 100 Jahren sind zu sehen, die extra für den heutigen Tag der Jubelkonfirmation gesammelt wurden. Nutzen Sie die Zeit zwischen Essen und Kaffee für einen Besuch. Von 14 bis 17 Uhr ist die Ausstellung geöffnet. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag und ein fröhliches Beisammensein. Dem schließe ich mich gerne an. Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.